Hi, Kelly aka Mrs. Vlog hier. Und letztens saß ich so vor meinem Laptop und dachte mir so, was wenn das Internet einfach ein realer Raum wäre, den ich betreten würde? Und innen drin würden alle Social Networks sitzen, auf denen ich angemeldet bin und Menschen sein. Such dir Freunde! Was wäre, wenn Social Networks Mädchen wären? Die Star-Leute! Also, gebt euer Bestes, ich gehe sie schnell holen. Also los, komm rein, mach dir keine Sorgen, du wirst dich bald ganz wunderbar mit allen verstehen, da bin ich mir wirklich sicher. Leute, sagt Hallo zu Kelly. Naja, das macht gar nichts, sie reißen sich schon zusammen. Dann reden wir doch erstmal über dich. Okay. Also, wie sind denn so deine religiösen Ansichten? Ich weiß nicht, ob wir über sowas gleich... Na klar, du kannst die Frage natürlich überspringen. Willst du die Frage überspringen? Ja. Was hast du denn für einen Beziehungsstatus? Single? Vergeben? Hast du eine offene Beziehung? Ist es kompliziert? Bist du getrennt? Bist du verwitwet? Überspringen. Wo wohnst du? Mm-mm. Wie ist deine Handynummer? Was für Filme hast du gesehen? Was für Serien guckst du? Was gefällt dir? Boah, langweilig! Kelly, das ist... Hi, ich bin Twitter und ich habe heute so richtig geschissen. Wie schon lang nicht mehr. Hashtag Klogang. Lass sie gar nicht erst anfangen zu reden. Sie kann zwar nicht viel auf einmal sagen, aber viel hintereinander, wenn du verstehst, was ich meine. Und ehrlich gesagt, unter uns ist das alles nur Scheiße. Oh mein Gott, Leute, über mich ist schon wieder jemand am Lästern. RT, wenn ihr auch das Gefühl habt, dass jemand über euch lästert. Ich habe gerade eine Pizza gegessen. Oh mein Gott, yum. Mein Handyakku hat nur noch 10% und ich bin noch unterwegs. Ah. Wer guckt eigentlich Hashtag GNTM? Die Nancy ist so eine Bitch. Ugh, wie viel Geld muss ich dir geben, damit du endlich die Klappe hältst? 1 Milliarde? Ich muss jetzt schlafen. Ich muss morgen früh raus. Hashtag ThugLife. Gute Nacht. Ich kann einfach nicht einschätzen, zu was für einem Fandom sie gehören würde. In was? Ist es Divergent? Nein, die hat sicher noch nicht mal ein Buch gelesen. Das arme Ding. Ich habe schon 1000 Abenteuer erlebt. 1000 Mal geliebt. Und 1000 Mal gelebt. Das ist mein Leben! Und Pornos. Was ist hier los? Meine Kunst wird einfach nicht geschätzt! Ich bin die kreativste von euch allen! Cut for Tumblr. Mein Gott, könntest du nicht so rumschreien? Hier wird nämlich gerade wahre Kunst gemacht, an Ort und Stelle. Instagram. Hi. Dich werde ich zum Model machen. Okay. Zeig mir deine Schokoladenseite. Links, oder? Dreh dich links, Hand in die Haare und runterschauen, bitte. Ja. Und... Naja. Mit einem Filter klappt es schon. Filter regeln alles. Naja, vielleicht lade ich doch lieber ein Selfie hoch. Und jetzt noch ein Sugly. Solange da ein Filter drüber ist, ist alles schön. Das ist doch... Ey, wer bist du denn, hm? Was ist denn los, du Kleine, hä? Alles, was du hier sagen willst, geht über mich. Oh mein Gott, Google Plus, wann siehst du es endlich ein? Ich bin hier die Beliebteste im Raum. Du wirst nie meinen Status erlangen, weil ich hier die Regeln mache. Okay? Deine manipulative Art wird nicht ziehen. Außerdem, rot. Du bist gar nicht im Trend. Wir sind hier alle blau. Lol, Hashtag zweideutig. Stopp. Du. Ich will dieses Oberteil. Wie viel willst du dafür?
900 Millionen. 1 Milliarde? 2 Milliarden. Okay. Ich hab genug gesehen, okay? Dankeschön. Jetzt gehst du vielleicht. Aber du wirst zurückkommen. Ja. Nun seid ihr an der Reihe, meine kleinen Schnaubis. Mit wem identifiziert ihr euch denn am meisten von diesen Figuren? Oder vielleicht an die männlichen Zuschauer? Welches Social Media Mädchen würdet ihr vielleicht am ehesten daten wollen? Teilt das Video auch gerne mit euren Freunden auf Facebook oder Twitter oder was weiß ich was. Und analysiert euch gegenseitig. Analysiert, ja. Gebt einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Und lasst auch Vorschläge da für, wenn ... ein Mädchen wäre. Ja, vielleicht habt ihr da irgendwelche Wünsche, die ich verwirklichen kann, irgendwann mal. Tschüss! Oh, ich dachte gerade, ich muss niesen. Jetzt dachte ich es schon wieder, aber ich wusste nicht. Eigentlich bin ich nicht so das Marvel-Girl, aber Iron Man passt schon und der Pulli ist irgendwie cool. Ich bin eher Team DC. Nicht Team TC, sondern Team DC. Ha! Ah.